Moderatorin. Das wäre das. Ja, mach's dir mal schon mal gemütlich dann. Ich sag mal so, mit der Temperatur haben die es aber gut gemeint. Ist eher erfrischend jetzt. Naja, gut, aber wir wollen jetzt auch. Ich muss natürlich von hier auch arbeiten, Sven. Nur kannst du mir so ein Tischchen bringen für den Ablauf? Ich habe ja so viele Sachen zu erzählen. Bring dir mal deinen offiziellen Arbeitstisch, ne? Obwohl mir jetzt natürlich viele Leute denken, warum sitzt die Kutten eigentlich in einer vernünftigen Badewanne? Warum haben die hier wieder so eine alberne Hähnchenbadewanne? Um ehrlich zu sein, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, wir dachten, es wäre irgendwie geiler. Ja, das sind so Theaterleute, die hier arbeiten, die lassen sich mal was Verrücktes ein. Wie häufig haben wir schon gedacht, es wäre geil? Und überhaupt nicht funktioniert. Völliger Irrtum. Egal, leider nur zwei Leute geil. Aber das ist quasi tatsächlich, ich will, dass euch das auch ins Herz reingeht. Ja, wie gesagt, wir haben vorhin den Geburtstag von Sascha Hehn schon gebührend gefeiert. Hätte ich das gehört, ne? Du musst auch die Aufmerksamkeit immer auf dich, oder? Ich mache hier halt volle Möhre Wett-T-Shirt-Contest. Ich spiele mit meinen Brüsten, mit meiner Sexualität. Und dann machst du so ein plumpes Stand-Up-Nummer im Sinne von, ich glaube, ich falle jetzt mal vom Stuhl. Ja, hör mal, das geht immer. So auf die Schnelle konnte ich keine Torte hierher bringen, die mal eben auf den Kopf fällt. Aber das mit dem Mikrofon hast du jetzt eben verändert, weil du, als du ganz unten in der Wanne lagst. Ja, man muss sich entscheiden, wenn ich hier so sitze, dann mache ich so. Und wenn ich aber den mache... Mach dir diesen... Du musst da auch variieren. Lass uns jetzt auch nicht so Quatsch machen. Es ist in Deutschland eine ganze Menge passiert. Ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe. Nee. Wir sind Kanzler. Wir sind Kanzlerin. Gerne mal, vor allem in der Bildzeitung, dafür mag ich die Bildzeitung so, von ihrer privaten Seite gezeigt. Ne? Die eigentlich ist so süß. Und da haben wir in der Bildzeitung heute ganz, ganz toll. Ja, ich habe dir doch ein bisschen geholfen, ne? Wir haben nichts zu lachen. Wir haben nichts zu lachen. Nicht jeder Mensch ist so glücklich wie die Angela Merkel dieser Tage. Denn, und da möchte ich, dass ihr alle jetzt auch mal ein bisschen nachdenklich und spitzen geil oder sofort vom Hochhaus. Naja, sofort den Barschel machen. Ja, du lebst in Extremen, du bist so ein Typ, ne? Lass mal das Zweitbeste. Ich will nicht zu euphorisch sein, man hat immer Grund zu klagen. Also mit wem? Ein Glück, dass ich eine Strumpfhose anhabe, das könnte ja fatal sein. Du mach mal weiter, ich guck, wie lange ich die Luft anhalten muss. Die Frage passt ganz gut. Ich achte auf mein Äußeres zurzeit überhaupt nicht. Ich freu's mal an. Nee, Sarah, passt schon. Ich habe, glaube ich, die Antwort schon. Wegen dem Entertainment. Du weißt, bei MTV werden die Quoten hart gemessen. Ich habe keinen Bock, dass die Leute wegschalten, nur weil ich unter Wasser bin. Hör mal, ich habe auch ohne Ende Druck, das Ding hier durchzuziehen. Dass du das durchziehst und ich guck nochmal, wie lange ich unter Wasser bleiben kann. Lass mal so machen. So, führt uns schon zur nächsten Frage. Meine Fähigkeit, mich zu freuen, ist... Das ist ja wahnsinnig langweilig, zu gucken, wie lange man unter Wasser bleiben kann. Ich dachte, das war für uns alle ein super Gag. Also unterhaltsam, aber unterm Strich ist es natürlich überhaupt nicht unterhaltsam, wenn man unter Wasser ist ganz lange. Sarah. Irgendwas ist mit deinen Augen. Mit einer Strumpfhose und mit dem Rock in der Wanne. Mit deinen Augen ist irgendwas passiert. Gothic, Alter, Good Charlotte. Ach, du bist so ein Good Charlotte-Fan-Typ. Ja, und Rasmus und alles. Aufgrund von Lebensereignissen wie Erkrankungen, Liebeskummer etc. Wer würde nicht auf die Diagnose einer schweren Krankheit mit einer eher niedergeschlagenen Stimmung reagieren? Ne? Doch das liegt innerhalb des Normbereichs der zu erwartenden Reaktionen. Ja. Bin ich jetzt depressiv oder nicht? Nee, bist du nicht. Ich habe schon wieder nicht zugehört. Entschuldigung. Ich bin, man muss sich auch entscheiden zwischen Arbeiten oder so... Naja, sie ist positiv. Du hast jetzt an dem Gewinnspiel teilgenommen. Also, und kann SOS, ich habe schlimme Depressionen gewinnen, das Buch. Das ist ein ziemlicher Knaller. Das ist ein ziemlicher Knaller. Buch. Also ich habe schon, ich habe es jetzt mehrfach gekauft. Ja gut, aber man muss dazu sagen, wir haben das jetzt auch schon wieder nicht ernst genommen. Ja, tatsächlich. Coming Out Day in Amerika finde ich so schade, weil Coming Out sind natürlich fantastisch, gibt es aber in Deutschland nicht. Wobei, wir sind ja jetzt sicher dicke mit den Amis wieder, wenn Frau Merkel am Start ist. Ja. Dass wir das dann auch haben können. Nächstes Jahr haben wir das dann. Und mir ist das ja, ich finde das ganz toll. Ich finde, die Leute sollen rauskommen und dass sie auch mal zugeben, was sie so machen. Und dann sind wir direkt, weil wir selber würden das natürlich nie machen, sind wir zu unserer Lieblingszielgruppe gegangen, den Studenten, und haben gesagt, so, jetzt mal Hand aufs Herz und aus der Hose raus. Was
Habt ihr für eklige Geständnisse? Kommt raus mit dem, was macht ihr, wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr eklig seid? Sagt uns das jetzt, ihr habt ja diesen selben schwarzen Balken vorm Gesicht, auch wenn die wenigsten ihr Gesicht damit treffen. Insofern hier, Geständnisse junger Bildungsbürger zum Thema, kommt raus, erzählt, was ihr Unangenehmes zu Hause macht. Der Studentenreport, bitteschön. Wunderschöne Collagen aus Scheißfotos. Naja. Falls irgendjemand jetzt erst eingeschaltet hat, wäre ich natürlich in erster Linie sauer. Kannst du eigentlich klar so sagen. Aber auch nicht verwundert, wenn ihr verwundert wärt, warum ich in der Badewanne sitze. Es hat einen Grund, heute ist großer Badewannen-Tribute-Tag. Vor 18 Jahren hat sich Uwe Barschel zu irgendeinem Zeitpunkt in die Badewanne gelegt oder wurde gelegt. Und haben festgestellt, dass die Badewanne aber auch ein kulturgeschichtliches, historisches, politisches Familienvergnügen ist. Deswegen sage ich, in der Badewanne immer eine kleine Pause. Nach der Pause auf der Bühne Hi-Fi und im Gespräch die so tolle Hartfei. Ich weiß Hartfei. Ich wollte, dass ihr auch mal aufpasst. Aus der Nummer komme ich so nicht mehr gut raus. Dass wir quasi, womit habe ich Angst? Was ist denn los heute schon wieder? Das ist ein heißes Wasser. Du hast es fast geschafft. Ich habe es fast geschafft. Ich habe hier mitgefiebert. Ich habe gezittert. Dazwischen. Na, du hier nämlich. Körper hat am ganz, im Peter Hörti Gedenkpullover oder was? So, muss ich wieder wütend werden? Na klar, kleine Pause, danach Hartfei. Und Alexa, Hennig von Lange. Und ich werde du lässt dich ja völlig gehen. Jede Sendung in der Wanne. Für mich ist eigentlich total super. Ja, das steht dir aber auch sehr gut. Ja. Mhm. Heute in der Sendung Hartfei. Hartfei und Alexa Hennig von Lange. Und jetzt aber vor allem der Michael Wigge, weil der ist ja bekannt für seine, für seine Worten und Gesten bingen. Und jetzt war Catherine Zeta-Jones in der Stadt wegen diesem Film. Und zwar heißt der das hier mit Zorro. Sag mal, Sven, du musst was Der heißt Die Legende des Zorro. Die Legende des Zorro kommt am 27.10. In die Läden, hätte ich was gesagt, in die Kinos. Und dann werden ja immer diese Films, diese Interviewslots nur so 5 Minuten vergeben. Und dann muss man auch über den Film sprechen und alles. Machen wir sehr, sehr gerne. Wurde also Michael Wigge hingeschickt und musste aber wie immer 3 Worte und 3 Gesten im Interview unterbringen, ohne dass Catherine Zeta-Jones merkt, dass hier was faul ist, wobei das immer relativ schwer ist. Und diesmal waren die Worte und Gesten folgende, dass wir diesmal alles richtig gemacht haben, um Alexa Hennig von Lange wirklich zu beeindrucken, dass sie uns wieder ganz doll lieb hat. Insofern, wenn ihr die Däumchen drücken könntet und dass ihr vielleicht während des Interviews nicht atmet, damit keine Tröpfcheninfektion oder so. Also nicht atmen, generell Körperöffnungen geschlossen halten und abwenden oder gehen. Könnt ihr euch aber jetzt noch überlegen. Insofern einen vorsichtigen und total bakterienfreien Applaus für die fantastische und ganz bezaubernde Alexa Hennig von Lange. Doch, ich wir haben alles sauber gemacht, ganz doll für dich. Ja, aber ja, keiner hat das Wasser angefasst diesmal. Das ist schön. Letztes Mal war ja das Problem, dass es schon offen war. Und ich habe ja, aber hier ist, das ist dann das dein steht Glas. Nur aus Gag da. Das hat gar nichts zu bedeuten. Das ist für hier, ach, ist ganz schön warmes Wasser jetzt, deswegen. Wo ist denn der Flaschenöffner? Ich hab mich, ach so, da. Da unten. Ach. Wie findest du es denn so, dass wir das alles, ach, jetzt hast du kein Glas mehr. Bakteriellen Wasserspendergetränk in der Hand. Genau, sehr schön. Wirklich sehr schön. Sehr schön. Entschuldige bitte. Nein, das ist... Ach so. Nein, ich hatte. Alexa, ich glaube, es wird Zeit, dass wir kurz mal nicht reden. Dass da jetzt Sachen verdaut werden. Und ich habe auch ganz im Ernst, vom Bedürfnis her ist es nicht mehr da. Was zu reden.